herzlich willkommen hier auf Rocket Beans TV zu einer ganz speziellen Ausgabe von Let's Play Live, wie wir es so am besten haben wollen. Mittwochs 14 Uhr ist ja schließlich die beste Zeit in der Woche, das wissen wir. Und ich habe was ganz Besonderes für euch heute vorbereitet. Ich habe mir auch, wenn ihr euch beteiligen wollt oder irgendwie Anmerkungen oder Fragen habt, den Chat auch parallel offen, dass ich mit dem Auge direkt rüberlunsen kann. Wer es nicht mitbekommen hat, übers Wochenende ist leider der Norbert Gastel, die deutsche Stimme von Homer Simpson, verstorben. Und ich hatte ein bisschen was dazu während der Morning Show schon erzählt. Und ich werde einen großen Simpsons Gaming Retro Club dann am Donnerstag um 19 Uhr live für euch dann machen. Das bereite ich schon seit ein paar Tagen vor. Und da es so viele Simpsons-Spiele gibt, haben wir ausgeguckt, okay, welches kannst du im Retro-Club vorstellen, welches kannst du mal anspielen. Da hat sich ein Spiel noch mal rauskristallisiert, wo ich sagte, hey, innerhalb des Retro-Clubs, da werden wir wahrscheinlich ein bisschen zu kurz und zu wenig darüber berichten können, nämlich das hier. Wir können gerne auch aufs Ingame schon mal umschalten. Das ist nämlich The Simpsons Hit and Run. Also es ist für mich persönlich so ziemlich, ja, mit eines der besten Spiele gewesen damals. Ist rausgekommen 2003 und ich lasse mal kurz hier ein bisschen mitlaufen. Ich bin mal gespannt, welche von euch das alle kennen. Ist wahrscheinlich etwas, was ihr als Kids gespielt habt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Simpsons Hit and Run ist nicht nur ein Simpsons-Spiel gewesen, wie es viele andere auch gewesen sind, sondern es war quasi GTA mit den Simpsons. Also man hatte Grand Theft Auto-mäßig, Springfield war wie eine große Stadt aufgebaut mit Missionen. Wir sehen hier gleich die selbst ablaufende Demo. Ihr seht es hier, wir haben Zugriff auf so ziemlich fast alle Charaktere. Natürlich mit Homer am Anfang, aber nachher kannst du auch mit Marge, Lisa und mit Bart unterwegs sein und ja, GTA-mäßig Missionen machen, Action anstellen. Das fand ich damals sehr cool, dass man tatsächlich endlich mal so eine ausmodellierte Stadt von Springfield sehen konnte. Das hatte man ja auch nicht so oft damals. Na, und genau das Spiel, damit es nicht zu kurz kommt, ne, damit wir nicht zu wenig dann da machen, weil es wäre ein bisschen verschenkt, wenn ich nur ein paar 5 Minuten oder so kurz anspielen kann während des Retro-Clubs. Da gibt es eh genug Spiele, die wir dann machen können werden. Das werden wir heute einmal ein bisschen näher anspielen. Ich drücke kurz mal auf Start. Wir werden uns gleich auch mal das Intro anschauen, denn in Ehren zu Norbert Gastel, das ist die deutsche Version, auch original von den Simpsons-Sprechern vertont. Und wir schauen mal an das Intro und machen dann weiter. Das war einfach nur das Intro fürs Hauptmenü am Anfang. Sehr lustig, diese gerenderten Sims, die man sieht. Die Fragen gerade kurz aufkamen, wie alt ist das Spiel? 2003 kam es raus, also 12 Jahre bis 13 Jahre mittlerweile, ist schon einigermaßen her. Damals für PS2, GameCube und für die Xbox und PC, glaube ich, ist auch gewesen. Wir spielen hier gerade die PS2, ich lasse sie aber über den PC laufen, weil wir das besser in unser System hier reinbekommen. So, das ist jetzt hier noch kein Save drauf, deshalb beginne ich einmal mit neues Spiel und dann hören wir uns an, was Homer denn so zu sagen hat. Übrigens auch alles voller Gags natürlich. Hey, hey Kinder, ich werbe für eine neue Cola und diesmal ist sie sicherlich nicht giftig. Soweit es uns bekannt ist. Die neue, verbesserte Bass-Cola wird nur aus feinstem Zucker und Wasser hergestellt. Zudem enthält sie eine besondere Zutat, zu diffizil für die Kontrollbehörde, die in euch die Energie weckt, die ihr braucht, um all den jämmerlichen Kram zu erledigen, der von euch verlangt wird. Probiert die neue und verbesserte Bass-Cola. Cola muss Bass-Cola haben. Bei GTA ist es, wir müssen eine Bank überfallen. Wir müssen Leute aus dem Gefängnis ausbrechen. Hier ist es. Bass-Cola, Mann ruiniert Hotdog-Wettessen und Studie. 90% aller Videospiele starten mit einfachem Tutorial-Level. Das ist auch sehr wichtig. Okay, Spieler 1. Homer. Ich meine Homer. Verwende die Richtungstaste oder den linken Analogstick, um dich zu bewegen. Also um zu laufen. Drück die X-Taste, um zu springen und halte den Kreisknopf gedrückt, um zu rennen.
Wenn du gerade in der Luft bist, kannst du auch noch einmal X drücken für einen Extra-Cake. Okay. Also, ich kann mit Homer hier rumlaufen. Kreis gedrückt halten zum Laufen da. Er läuft aber von alleine. Wenn ich den Stick loslasse, erst dann hört er ein bisschen auf. Das ist ein bisschen schwierig zu kontrollieren. Und das Beste sind natürlich dann auch die Sprüche, wenn du herumläufst. Aua, aua, mein Schritt ist ganz wund. Wenn man sich hier umschaut. Oder hier jetzt auch zum Beispiel auch. Ganz schön. Der alte... Kommt da noch was? Nein, ich glaube nicht. Es ist der alte Atombunker, ja, wo sich die ganze Nachbarschaft verschanzt hatte in der einen Folge. Damit sie... Wie war das? Als war das die Folge, wo Mr. Burns die Sonne ausgeblockt hat? Nee, das war die Folge, wo der Meteorit irgendwie, ne, in Springfield landen sollte und alle haben sich in den Atombunker reingesetzt von Flanders. Nur Homer hat nicht reingepasst. Aber zum Glück ist das Atomding nicht runtergekommen. Ja, auch weil die Frage aufkommt im Chat, ja, es sind die Originalstimmen und das ist das besonders coole. Also je nach Version, wir spielen hier die deutsche PS2-Version, ist alles auf Deutsch vertont und man hat eben beim Herumlaufen, beim Herummachen auch ganz random Sprüche, die mal reingeworfen werden. Ich glaube, gerade Homer hatte viel verrücktes Zeug. Das tut weh. Das tut weh. Reden wir mit Marge. Tommy, jemand hat sämtliche Desserts im Haus aufgegessen. Du musst in den Supermarkt fahren und dieses Eis mit Krokant kaufen. War bestimmt eins von unseren Kindern. Wahrscheinlich Milhouse. Wir müssen Eis kaufen, weil anscheinend jemand, wie unser Kind Milhouse, Leicht wie Sahne. Das Sahne. Eis gegessen hat. Und ja, und das funktioniert tatsächlich so, wie nur noch ein paar mehr. Man es von GTA ungefähr kennt. Die Karte habt ihr unten, wir müssen zum Quickie-Markt fahren. Ich bin nicht versichert. Warte mal, wie war das Kreis zurückwärts? Genau. Man kann jetzt mit der schönen alten Simpsons-Karre Richtung Quickie-Markt fahren. Aufgabe 1 wurde erfüllt. Steuerung funktioniert exakt. So war das aber nicht ausgemacht. Wie man es von GTA auch kennt. Mit Dreieck einsteigen, Gas geben, leider nicht mit den Triggern hinten, sondern mit der X-Taste und rückwärts mit der Kreistaste. Hey Apu, gib mir die Cola und dazu noch einen Eimer Eiscreme mit Krokant. Wo ist das Eis mit dem Krokant, das deine Frau heute Morgen gekauft hat? Ich hab's wahrscheinlich gegessen, aber ich kann mich nicht erinnern. Ja, er kann sich nicht erinnern. Aber wir haben das Krokant gefunden. Jetzt geh nach Hause zu Mom, um die nächste Mission zu starten. Sehr schön, was sich hier sich für alle Referenzen und Gags gemacht. Guck mal, da hinten, da steht Hans Maulwurf. Einfach. Ah, und er bekam den Football in die Leisten. Habt ihr es gesehen? Ich weiß nicht, wo der herkam. Aber er bekam den Football in die Leisten. Und hier, der alte Opa eingesperrt. Mein Stoffwechsel hat sich durch die gefrorenen Erbsen verlangsamt. Sein Stoffwechsel hat sich verlangsamt. Auch so viele Gags hier, weil da, Nuts and Gum, ja, Nüsse und Kaugummi, endlich vereint. Und hier hinten haben wir, haben wir Ersatzkleidung, die wir kaufen können. Homer Leger, für 100 Münzen kaufen, wir haben 100 Münzen. Das ist doch wie endlich vereint, wie Kaugummi und Nüsse. Nehmen wir das, oder? Kann ich mich auch gleich so anziehen? Ja, das ist super. Super gut. Aber hier ist alles wirklich voll mit Zitaten und Referenzen. Der Quickie-Markt, relativ nah dran. Wir haben das Eis geholt. Würde ich sagen, wir fahren wieder zurück zu Marge. Ja, wo ist mein Auto? Da ist mein Auto. So. Jetzt aber los. Oh, Vibration. Du Schande, ich kann die ja tatsächlich überfahren. Ich dachte, die springen alle weg. Wie bei... Ja? Die springen alle weg wie bei... Driver früher, bei den Spielen vor GTA, da konnte man die Leute ja noch nicht überfahren bei solchen Open-World-Fahrgames. Sag mal, alles voller Bier hinten. Tatsächlich, alles voller Bier im Auto. Hier kann man sie auch wegzimmern. Und man muss natürlich auch aufpassen, genau wie bei GTA. Alter, fahr ja wirklich schlecht heute. Genau wie bei GTA darf ich auch nicht zu viele Leute überfahren, ansonsten jagt mich die Polizei. So, Marge. Homie, Lisa ist in die Schule gefahren und hat ihr Biologiemodell vergessen. Kannst du es ihr bringen? Muss ich wirklich? Du kannst es doch auf dem Weg zur Arbeit abliefern. Und ich muss auch noch arbeiten gehen?
Okay, Lisa hat ihr Biologiemodell vergessen. Wir müssen es hier schnell vorbeibringen. Ich glaube, das war so eine Verfolgungsmission, wenn ich mich nicht irre. Da ist das Biologiemodell. So, ich will immer Viereck drücken zum Rückwärtsfahren. Aber ist es nicht. Da. Friss meinen Staub! Ich muss das Taxi überholen. Sobald ich fertig bin, mich zu kratzen, bist du Schnee von gestern. Alter. Ich habe den Eindruck, hier am Fernseher reagiert es ein bisschen langsamer als sonst. Aber Konzentration. Ich muss mein Ziel nämlich erreichen. Ich habe Angst und habe die Orientierung verloren. Bevor die Taxe ankommt. Es gab vor diesem Spiel noch ein Simpsons-Game, wo man Auto fahren konnte. Das hieß Simpsons Road Rage. Aufgabe erfüllt. Alles klar, rechtzeitig geschafft. Simpsons Road Rage hieß das. Und da ging es eher darum, das war von Crazy Taxi inspiriert. Das war also genauso wie Crazy Taxi gewesen. So, ich bin in der Schule angekommen. Wir werden mal gleich sehen, was Lisa darüber denkt, dass ihr Papa mit Unterbuchse in der Schule ist. Aber das erfahren wir nicht jetzt, sondern nach der Werbung. Bis gleich.